Ja, na dann, also ich bin beim Templer Hauptquartier, dann kann ich die Quest gleich abgeben. Ja, ich kann dir helfen, aber ich weiß meistens nicht genau, wo ich dann hin muss. Das musst du halt dann sagen. Ja, nö, ist ja kein Ding. So, was nimmt man denn da? Magierrüstung. Jetzt müssen wir zum Ausbilder für neue Kommandanten. Wo ist der denn? Ach, da werde ich teleportiert. Okay. Nun gut. Jetzt. Ah, okay. Wir müssen zu. Oder du musst zu den Sirak-Ruinen. Kann man sich da porten? Gute Frage. Müsstest du mal im Endeffekt gucken, aber es kann sein, dass du dich hier in die Nähe teleportieren kannst zur Attentätergilde oder wie die heißt. Wissen, das ist das in Rondo oder? Katan. Katana. Tatsache, über HV geht ja alles. Ja. Wir müssten hier spawnen gleich, genau. Jo, Quest ist fertig. Oh, jetzt geht's wahrscheinlich zum Elfenbeinturm mit Lasky. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich gucke vorher nochmal. Nicht ganz. Jetzt geht's zum experimentales Magiefeld in Lasky. Einfach hoffen, dass es einen Portpunkt gibt, dann geht's schneller. Ja, auf jeden Fall in der Nähe gibt's einen, das weiß ich. Lasky Field oder wie das heißt oder so. Oder Nordost? Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall einen. Ja, ich muss zu. Ich habe mich jetzt zum Feld geportet. Jetzt muss ich laufen. Man müsste ja eigentlich hier, glaube ich, gleich nach auch dann das mit der kleinen Hexe dran kommt schon, oder? Ja, kann sein. Kriegst aber vielleicht sogar alleine geklatscht. Die kleine Hexe. Okay. Ich weiß nicht, weil du hast ja also ein bisschen Equip. Als ich mein Ding gemacht habe, hatte ich ja nee, hatte ich ja nur das 20er Equip an. Bin da mit Pet losgezogen. Wie das mit deinem Equip aussieht, weiß ich nicht. Aber ich hab's fast mit dem 20er Equip gelegt. Okay. Ja, mein Equip ist nicht so dufte. Wahrscheinlich besser als das, was ich hatte. Ja, vielleicht.
Ich habe nur die dumpfe Befürchtung, dass Kayana jetzt dann wieder aufwacht vom Schlafen und dass sie dann zu uns hochkommt. Okay, ich hoffe, das wäre kein Problem wegen der Aufnahme oder so. Nee, wenn sofern es dich nicht stört, sie wahrscheinlich nicht. Mich stört's nicht. Bin ja froh, dass mir jemand hilft und von daher ist mir das eigentlich relativ egal. Ja, das ist schon relativ schwierig, auf dem Server Hilfe zu finden. Ja, das stimmt. Die meisten Hijars, die es können, die haben dann keine Lust und ziehen alleine los. Und die, die dir helfen, schaffen es meistens selber nicht. Okay. Also ich brauche noch 3 Stück. Ich habe eben schon ein paar gemacht. Feiner Sand. Ja, das ist jetzt auch ein Event. Okay. Fünf kleine Kieselsteine und 10 feiner Sand bringst du zum Baum hier im Namo, der steht in jeder Stadt. Dann kriegst du ein Wasser. Dann gehst du zum Floristen, der steht auch in jeder Stadt. Kaufst dir einen Topf und wenn du das Wasser und den Topf kombinierst, bekommst du einen Blumentopf. Den Blumentopf kannst du dann öffnen und dann bekommst du irgendwas raus. Glückstrank, Fee. Der Atomtrecker. Ja, sowas. Okay. Ist aber so direkt nicht rentabel, weil du musst dich zu Tode farmen, dass du da ein bisschen was rausbekommst. Okay. Quest kann ich abgeben. Jetzt müsste die da oben, glaube ich, kommen, oder? Ja, ich kann ja gleich mal ein bisschen probieren, die ersten paar Hits oder so. Und wenn ich es nicht schaffe, kannst du dich ja einmischen. Können wir versuchen. Maus probieren. Aber ich glaube, naja, vielleicht ein Viertel kriege ich runter mit Mühe und Not, aber ich glaube, das war es dann auch. Sei denn, die haben sie enorm viel schwächer gemacht oder ich habe die anders in Erinnerung. Ja, die haben schon viele Sachen schwächer gemacht. Jetzt hat Müllschredder zum Beispiel hat jetzt nur noch 20 Minuten Cooldown. Okay. Also alle Bosse haben 20 Minuten. Und Genau, außer die schon 10 Minuten hatten. Du bist schon da. ja. Naja, es geht, aber es dauert lange. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, es geht. Dann habe ich 2 Hits kassiert und dann war es vorbei. Oh je. Ja, Ja, deren erstens AOE, eine ne? Mage-Klasse, kein Equip. Ja, aber auch deren AOE ist halt recht heftig, oder? Ja, der geht eigentlich. Sie verwandelt dich ab und zu in einen Ochsen, dann kannst du halt keinen Schaden machen. Okay. Nee, es ist kein Ochse, es ist ein Yak. So, wo geht die Reise denn jetzt gleich hin? Mal gucken. Ach, nach Elfenbeinturm in Lasky. Bestimmten Tor an Wartpunkt. In der Nähe, also ich glaube nicht direkt dorthin. Ein Wartpunkt. Elfenbeinturm. Gibt es? Ne, gibt's nicht. Okay. Wollte ich mich denn da blödesten hin?
Ich weiß nicht ob, aber ich glaube, du brauchst nicht kommen. Ich glaube, das schaffe ich so. Ich habe die Quest nicht mehr so im Kopf, was man da machen muss, leider. Ja, nee, ich habe das echt irgendwie, ich weiß nicht wieso ich so stark bin, aber ich glaube, du hast echt recht, die haben sie echt vereinfacht, weil ich war der Meinung, die waren mal deutlich schwieriger. Es kann aber auch sein, dadurch, dass ich jetzt Level 109 bin und die jetzt erst mache, ne? Ja, früher hast du die ja mit 50 oder so begonnen. Genau. Würde es heute rein theoretisch auch der Sinn der Sache, aber wenn du sie erst mit 105 beginnst, dann ja, wirst du dann mit MC Quest gleich 150 und musst dann nicht noch weiter leveln. Das stimmt. So, jetzt geht's zur Attentätergilde. Wo ist denn die? In Katan. Muss ich da genau hinfahren? Weiß nicht, aber ich glaube, das sollte ich auch jetzt alleine schaffen. Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Ja, es sollte auch so gehen, glaube ich. Ja, hauptsächlich wird es ja dann schwierig bei HQ2, weil da sind dann die Ads und die Bosse alle 150 und so. Ja, genau. Du könntest dich eventuell schon mal bei Hector hinstellen, bei Zauberin Jaina. Der müsste, glaube ich, dann als nächstes kommen, ungefähr. Was kommt denn hier oder was kam denn hier nochmal nach dran nach HQ1? HQ2. Gleich direkt HQ2? Ja. Man kann doch nicht Nizia, sein, oder? Da kam dann doch. kommt doch Nizia, vorher kommt El Cassio. Wollte ich gerade sagen. Weil HQ2 war doch, glaube ich, mit 138 erst. Ja, sowas. Aber durch bla. Ein gerades Wort mehr raus hier. Wenn du dann El Cassio magst, da bist du dann normalerweise so um die 140. Okay. Dann geht das auch wieder. Haben sie da so drastisch erhöht? Ja, die XP haben sie ein bisschen erhöht, aber du machst ja erst mit 105. Da sind ja viele Level dazwischen, zwischen 50 und 105. Okay. Das haben ja die Spieler haben das herausgefunden, wenn du mit 105 machst, wirst du in der Regel genau 150 ohne sterben und so. Okay. So, ich bin jetzt bei der Quest Hector. Ja, oder wo stehe ich jetzt? Muss ich mich bewegen und dann gucken, ob Wurst spawnt. Und dann. Das sind nur die normalen. Weil es der Doppelgänger von Hector, du brauchst ja den richtigen. Genau.
Da ist er. Willst du trainen? Nö. Willst du? Nö. Muss nicht. Ja, selbst wenn, hätte ich, glaube ich, gerade gar keine Karte dabei. Also von daher. Nun gut, dann heißt es für mich wieder Quest abgeben im Templer-Hauptquartier. Und danach kommt die große Hexe dran. Also dann könntest du dich da schon mal hinbegeben. Ging das denn, dass du da irgendwie dran teilnimmst an dem Kampf oder so? Oder? Wenn du eine Feder hast. Na, mit der Mount geht das nicht mehr, ne? Ne. Ja, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo eine Feder auftreiben kann. Feder. Gar nichts im Haar. Nö, ist nichts drin. Okay, es könnte ein bisschen Probleme geben. Warte, ich weiß nicht, dann kann ich dir mal was geben. Ich hoffe, ich hab's hier noch. Ansonsten, ich guck noch mal kurz ins Lager, aber ich glaube nicht, dass ich da was drin habe. In der Jobbox habe ich auch nichts mehr drin. Weiß nicht, dann gebe ich dir mal kurz was, wenn ich lauf zum Hector da unten. Weiß nicht, wenn ich dir ein Hypad gebe, ob das schafft. Das weiß ich nicht, also ich habe den einmal bisher, glaube ich, als Solo gemacht, also ich weiß es nicht, müssten wir ausprobieren. Jo, ich kann KS-Pad, das kann sterben, so oft das will.